Heute werden Kriege angezettelt um dieses System der Zentralbanken, das IWF, der BIZ, weltweit zu verbreiten wie ein Virus. Wer nicht freiwillig mitmacht, wird unter einem Vorwand mit Krieg überzogen und anschließend gnadenlos unter dem Deckmantel der Demokratie unterjocht. Doch wozu das alles? Ist ganz einfach. Es ist den Großen da oben klar, dieses Finanzsystem, diese Blase aus Zins und Zinseszins, die platzt irgendwann. Und wenn das soweit ist, dann hat der die Macht, der am meisten Grund und Boden hat, wer die Gebäude hat, wer die Produktionsmittel hat. Und das wollen die sich alles einverleiben und uns nichts davon übrig lassen. Ich habe leider keine Lösung für dieses absolut globale Problem. Ich habe nur den Traum, dass weltweit die Menschen begreifen, was hier läuft und sich dagegen auflehnen. Dafür stehe ich jeden Montag hier, in der Hoffnung, dass wir eines Tages genug sind, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aufgeben ist für mich keine Option, denn wenn wir aufgeben, dann gibt es für uns bald keine lebenswerten Optionen mehr. Danke. Wir Friedensaktivisten müssen uns Hand in Hand zur Seite stehen. Es geht darum, den Ganoven, die sich seit Jahren mit der Verblödung der Bevölkerung beschäftigen, endlich Paroli zu bieten und zu zeigen, wir sind das Volk. Wir lassen uns nicht weiter für dumm verkaufen und glauben nicht mehr das Märchen, das mit Kriegen Frieden zu schaffen ist. Immer wieder kriegen wir Vorwürfe und Anfeindungen, werden in Schubladendenken gesteckt. Links, rechts. Unser Weg geht geradeaus. Frieden ist der Weg und alle, die behaupten, ihr bewirkt doch sowieso nichts, denen sei gesagt, aktiv sein zählt. Ich kann natürlich auch meine Freizeit verbringen, indem ich mir vor die Flimmerkiste setze, mich von den Spammen berieseln lasse, mich vielleicht wundere, dass nichts geschieht. Immer schön der Masse mitrennen. Damit muss endlich Schluss sein. Deswegen haben wir auch so eine tolle Popolitik von Popoleckern. Einigen ist unser Tun ein Dorn im Auge. Uns ist klar, dass dieses Zinseszinssystem immer in einen Krieg endet. Und da die Wahrheit bekanntlich bitter ist, gibt es hin und wieder auch immer Hetzer und Störer. Sei es von der Presse oder von Leuten, die nicht bereit sind, umzudenken. Wir lassen uns jedoch den Weg des Friedens nicht abbringen. Eins ist klar, wenn die kritische Masse überschritten wird, dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und geben nicht auf. Wir machen weiter, bis der Letzte den Frieden auf Erden aufgesogen bzw. verinnerlicht hat. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Hallo, ich bin Martin. Viele kennen mich schon, ich war ja schon, bin ja fast immer hier. Und wer vielleicht das Interview auch, von KenFM mit Tommy Hansen gesehen hat, der wird das Projekt, genau da ist einer, der wird das Projekt mitgekriegt haben. Ich habe es jetzt mal ausgedruckt. Ist im Moment erstmal die englische Version, aber da kann jeder jetzt PDF-Dateien fertig gesetzt runterladen im Zeitungsformat, aktuelle Artikel zu den Themen, kann sich diese ausdrucken und kann die im Umfeld an Nachbarn etc. verteilen. Die Seite heißt www.free21.org. Da kann jeder raufgehen, die Dinge liegen im PDF-Format vor, ausdrucken, selber verteilen, also selber zum Drucker werden, hat Ken Jebsen gesagt, und mächtig Druck machen. Das wäre eigentlich schon mein Anliegen. Also ich habe noch zwei Versionen da in Englisch. Wer will und ganz toll interessiert ist, kann mal zu mir kommen, ansonsten kann ich es euch auch nochmal zeigen, könnt ihr mal reingucken. Macht es. Danke. Weltpolitik, Missfelder. Russland will Ukraine-Konflikt einfrieren. Die Parteien CDU in Brandenburg pocht auf Ausnahmen bei der Pkw-Maut. Die Weltpolitik, Sellering beklagt herablassenden Umgang mit den Putin-Verstehern. In Anführungsstrichen natürlich. Bei den Parteien, Katja Kipping, Hartz-IV-Erhöhung löst Probleme nicht, ist die Aussage des Tages. Weltpolitik, Menschenrechtler kritisieren Vergehen pro-ukrainischer Truppen. Die Pilotengewerkschaft, Überflugverbot treffe vor allem Russland selbst, heißt es dort. Gauland. Union hat Angst vor AfD. Parteien. Afghanistan. Abdullah will Wahlergebnisse weiter nicht akzeptieren. Bildungspolitik. Die UNESCO
Alphabetisierung rettet Leben. In der Rechtspolitik, Merkel fordert entschiedenes Vorgehen gegen Scharia-Polizei. Okay, Frau Merkel fordert mal wieder was, ist ja auch mal ganz selten, dass sie sich mal irgendwo klar äußert. In der Weltpolitik, die EU beschließt neue Sanktionen gegen Russland. So, und das war der Montag. Now, I'm not a communist, I'm a free market competition guy. But Karl Marx had one thing right. He said, anytime you have to take your money and transfer it into some other form to maintain its wealth, it's wasted economic activity. So, no, wouldn't it be nice to just to earn a euro or a dollar or something, yen, peso, and just put it in a hole in the ground in your mattress, save it? And it retains its value. 50 years from now, it'll buy the same amount. So instead of having to buy a flat, buy gold, buy silver, buy stocks, buy bonds, all this shucking and jiving, trying to maintain the wealth of your money against inflation. This is wasted economic activity. So what we say, think of all the people in the financial, in Wall Street, City of London, making millions and billions by speculating. But they're not producing anything. They don't make one shoe, one coat, one car, one microphone, nothing. So wouldn't it be better if these guys just went and grew tomatoes for everyone? Actually did some work? Huh? Put the bankers to work for once like you have to? Folks, we are slaves, but it's time to turn the tables. It's time to make those bankers slaves for you. Yeah, you. You're the ones who run this thing. You're the ones. Yeah, not them. You own your own destiny. Yeah. So folks, thank you for coming here today. I really appreciate it. I have to go back to America tomorrow. I'll be back here in December to say some more things for you. Keep this up. I know when the weather's good, it's easy to be here. Please keep this up. Lars is going to join me in America next month. We're going to San Diego, Los Angeles, Dallas, and Albuquerque and starting the Manwalker there. You guys, yes, we're spreading your message. And with the internet and YouTube, people all over America are watching you. The eyes of America on you, Berlin. On you people, right here. So keep it up. Keep with it. Stay with it. We're going to change this world. We're going to end this slavery. We're going to free people and give people the life they deserve. Peace and love. Freedom League. Freedom League. Großes, herzliches Hallihallo an alle Brüder und Schwestern. Ich heiße Galina Beider, bin Musiklehrerin, Klavier und Gesang, bin seit 1982 hier in der DDR gewesen. In der DDR-Zeit gekommen. Also ich war ein DDR-Produkt sozusagen. Wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht, was ich da erzähle. Viele Leute fragen mich, was will eigentlich Novorossija? Ja, viele Leute wissen das. Viele verstehen gar nicht, was die Novorossija möchte. Novorossija möchte einfach eine Föderation sein mit ihren Gesetzen. Novorossija möchte keine faschistische Regierung haben. Novorossija möchte Russisch sprechen und nicht Ukrainisch. Seit 15 Jahren oder 20 Jahren wurde in Novorossija Ukrainisch immer aufgedrückt. Und da diese Sprache versteht ja keiner. So, was ich hier nochmal sagen möchte, dass dieser Waffenstillstand, was jetzt vor kurzem sozusagen angemeldet wurde, ist nie standgefunden. Es war nie ein Waffenstillstand in Donbass. Was ich natürlich nicht möchte, immer so schlechte Nachrichten hier zu verbreiten, es ist natürlich, aber es geht ja auch nicht anders, es sind schlechte Nachrichten, es gibt aber auch gute Nachrichten, zum Beispiel Airport von Donbass,
von Donetsk wird, glaube ich, schon erobert von den Volkswehr. Und was mich freut, was mich sehr freut, dass genau diese Veranstaltungen, wie heute stattfinden, zum Beispiel sehr viele Videos gibt, wo die Menschen einfach zeigen mit dem Papier oder so ein geschriebenes, dass wir sind mit euch, wir trauern mit euch. Das sind die Botschaften, die sehr wichtig für die Don, für die Novorossija. Die Leute weinen, wenn sie diese Botschaften sehen, weil sie fühlen sich da total alleine gelassen. Sie fragen mich zum Beispiel, was denken denn die Deutschen darüber? Und dann schicke ich solche Links von YouTube und zeige, das denken sie. Das ist so schön, das zu sehen. Deshalb, es ist toll, es ist einfach toll. Und das kommt an und das wird gesehen. Und zwar in mehrere Seiten von Novorossija und Russland. Das ist, was ich mal sagen möchte, dass ich total, total toll und viele, viele Menschen aus Novorossija das einfach toll finden. Jetzt wollte ich mal etwas auf Russisch sagen für meine Landsleute. Vielleicht kommt das irgendwie auch an. Дорогие соотечественники, Новороссия, мы здесь, в Берлине, сочувствуем вам. Мы волнуемся и скорбим с вами. Немцы и русские, и все. И мы радуемся каждому успеху ополченцев. Свети прекрасная новая республика Новороссия. Мира, только мира вам. Мы желаем всем. Силы небесные, расступитесь, дайте дорогу к жизни новой республики Новороссии. Храни вас Бог, мужественные герои-ополченцы, Новороссии быть навеки веком. Ich danke euch, dass ihr mich angehört habt und ich wünsche euch alles, alles Liebe und dass wir immer weiter Novorossija, Ukraine, Russland, dass wir diesen Kontakt als Friedensquelle aufrechthalten. Vielen Dank. Tschüss. Banken schöpfen unser Geld einfach aus dem Nichts, Verschuldung durch den Klick, Fett, Inflationsfabrik, sie kassieren kräftig Zinsen, unsere Schulden, ihr Profit, ihr steht hier in der Kritik, ihr bringt uns sicher nicht auf Kurs, Moody's, Fitch, Standard & Poor's geben Ratings auf ein Land und das noch aus privater Hand, welche öffentliche Wahl hat euch zum Henker der Nation ernannt, nutzt mein Verstand, zähl einfach eins und eins zusammen, wir stehen alle hier gemeinsam, zu zeigen, wir haben keine Angst, habt euch seit Jahren in euren Glastürmen verschanzt, wenn wir friedlich demonstrieren, haben die Eliten keine Chance, wir fordern, dass die Federal Reserve kein Geld mehr drucken lässt. Mit Patex überpinseln wir den Federal Reserve Act. Banker dieser Welt haben unseren Einfluss unterschätzt. Konntet viele Menschen blenden, die Masse schaut nicht länger weg. Leben und für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand, weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Man unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. Es geht darum, dass wir jetzt Hilfsgüter sammeln in Form von Kleidung und Spielsachen für kleine Kinder. Das machen wir jetzt nicht auf dem Fahrrad oder so, sondern da ist ein riesengroßes internationales Hilfsprojekt dran. Der Chef von diesem Hilfsprojekt, Osteuropa-Hilfe Triumph des Herzens, so heißt der ganze Verein, heißt Herr Müller. Der halt, ja, der Björn Apostel aus Hannover hat da sich mit dem in Verbindung gesetzt und die haben da jetzt quasi die Hilfe steht. Unsere Aufgabe ist es nur ein bisschen zu sammeln und den Menschen dort quasi ein Lächeln zu schenken. Es wird auch eine Delegation von, Delegation in Anführungszeichen, ein paar Leute, die sich bereit erklären von den Mahnwachen, werden dann auch mitfahren mit diesem Konvoi, der dann die ganzen Stellen in Deutschland abfährt und an den zentralen Sammelstellen zusammenbesucht und fahren dann mit in die Ukraine und das wird dann halt alles dokumentiert per Film, Video, dass das schön transparent ist, dass man auch sieht, dass da jetzt nicht irgendwelche Leute in Reibach damit machen, sondern auch wirklich den Menschen geholfen wird. Und bezüglich des Bürgerkrieges in der Ukraine äußerte er:
Wenn am Pulver fast die Lunte schon klemmt, dann ist es hochgefährlich, auf Zeit zu spielen. Anführungsstriche oben. Eigentlich ein Hohn, schüttelte Steinmeier doch damals nach dem internationalen Kompromissabkommen zwischen der ukrainischen Regierung Janukowitsch, der ukrainischen Opposition mit den Unterschriften Deutschlands, auch seiner Person, Polens und Frankreichs am 21.02.2014 anderntags den durch militärische US-Hilfe mit einem Regierungsputsch zur Macht gekommenen Faschisten Yatsenyuk im Beisein von internationaler Presse offen die Hand. Das ist ein Schlag ins Gesicht der UNO, die sich 1945 gebildet hatte, um nie wieder Krieg und Faschismus zuzulassen. Zweitens, auch die Bundeskanzlerin Merkel hat mit ihrem Aufruf zu völkerrechts- und grundgesetzwidrigen Handlungen, wie zum Beispiel der Forderung von einer sofortigen Anwendung von EU-Sanktionen, vergleiche Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. September 2014, den Tatbestand der Kriegshetze und Kriegsvorbereitung auf deutschem Boden aus erfüllt. Denn mit dieser Aufforderung verstößt sie gegen das völkerrechtliche Nicht-Einmischungsverbot UNO-Charta Artikel 2 Ziffer 7 und somit auch gegen das Grundgesetz Artikel 25, der den Vorrang des Völkerrechts bei allen Handlungen unserer Politiker und natürlich auch der entsprechenden Massenmedien Deutschlands wie Zeitung, Radio und Fernsehen nachdrücklich vorsieht. Von einer Schadenszufügung gegenüber deutschen Firmen, die zum gegenseitigen Vorteil erfolgreich mit Russland zusammenarbeiten und durch die Befürwortung von ungerechtfertigten Sanktionen gegen Russland durch die Bundeskanzlerin und ihre sie unterstützenden Politiker sowie die in Kaufnahme von Verlusten Zehntausende von Arbeitsplätzen auf deutschem Boden ganz zu schweigen. Der Amtseid der deutschen Politiker, die sie auf das Grundgesetz geleistet haben, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe, wird gegenwärtig von allen führenden Politikern der Bundesrepublik mit Füßen getreten. Kriegshetze und Kriegsvorbereitung sind laut Grundgesetz Artikel 26.1 strafbar. Deshalb zitiere ich diesen Artikel 26 nochmals. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an den Artikel 20, Klammer 4 des Grundgesetzes erinnern, der da besagt: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Da in dieser Bundesrepublik jedes kleinste Vergehen unserer Mitbürger, zum Beispiel falsches Einparken oder andere Minidelikte zum Teil mit hohen Geldstrafen belegt werden, ist es an der Zeit, dass wir bei größeren Delikten
bei denen es schließlich um die wichtigste Frage auf der Welt, um Krieg oder Frieden, um das Leben jedes Einzelnen von uns geht, unsere Politiker auffordern, die in diesem Zusammenhang bestehenden Gesetze in Deutschland zu achten oder zurückzutreten. I've been down for so long, living in the gutter. Everything we wanna be the better situation. Cause I told you that I'm feeling kind of special. Everything is coming up in the whole situation. Rise up on me, drop on decision. And this is for my people that are living in the. Have you ever had the days that you're going through the drama and you're going through the struggle, feeling like all alone and you feel like the world holding you down? Yeah. Put your hands up in the air, Berlin. Yeah, this one is for you, for peace and loving people. Yeah, this is for you, peace loving people. Do you feel this movement? This is for you, peace loving people. Do you feel this movement? And I've been caught in a sinful living position. I've been wondering where the Lord is taking me to. So I take a train and I travel through the world, looking for salvation, looking for peace of my mind. Wanna get away, just run away sometimes, cause these bombs are ticking, they're blowing up my mind. I can feel when I look at television, it's full of democracy, but the democracy ain't for the people. What's going on with the people always giving them. Frau Merkel war gestern auf einer Demonstration gegen Antisemitismus. Ja. Eine Demonstration gegen Antisemitismus finde ich gut. Das brauchen wir. Immer wieder. Jederzeit ohne Anlass. Keine Frage. Zu dieser Demo gegen Antisemitismus. Ja, gegen ist immer gut. Zu dieser Demo gegen Antisemitismus haben die Leitmedien aufgerufen. Ja. Ich frage mich, was ist das eigentlich für eine verschissene Janusköpfigkeit? Auf der einen Seite wird die ganze Zeit gesagt, dass man gegen Antisemitismus ist. Und auf der anderen Seite sehe ich es, dass zum Beispiel in der ZDF-Heute-Sendung ganz krass das Azov-Bataillon mit SS-Ruhen, mit Hakenkreuzen auf dem Helm einfach verharmlost wird als politische Hardliner. Ist es denn zu glauben? Wir unterstützen mit 500 Millionen irgendwie ein Regime, in dem Faschisten sind, und dann setzen wir uns auf eine Demo gegen Antisemitismus? Das kann ich nicht glauben, ist doch Wahnsinn. Das ist Heuchlerei. Das Ding ist, eine Gegendemo zu einer Demo gegen Antisemitismus finde ich auch schwierig, ganz ehrlich, weil eine solche Demo ist wichtig. Aber Zweizüngigkeit kann ich nicht akzeptieren und schon gar nicht von führenden PolitikerInnen. Gut. Es gibt ein Projekt, das ich starte. Ich werde das auf Facebook auch nochmal in der Mahnwachenseite posten. Und ich möchte, dass die, die aus anderen Städten kommen, ist ganz schön laut jetzt hier. Ich möchte, dass die, die aus anderen Städten kommen, das auch in die anderen Städte weitertragen. So ziemlich jede deutsche Stadt hat eine russische Partnerstadt. Und ich werde einen Brief aufsetzen und veröffentlichen, den ihr euch ausdrucken könnt und den ihr unterschreiben könnt, dass von jeder Mahnwache in Deutschland ein Brief an die jeweilige russische Partnerstadt geht, in der wir unsere Position und unsere Haltung zu den Sanktionen gegen Russland klar darstellen. Dieser Brief wird dann auch auf Russisch übersetzt und öffentlich ins Internet gestellt sowie an die jeweiligen Stadtvorsteher gegeben. Dankeschön, ich hoffe, dass ihr mitmacht, es weitererzählt. In der Aufrufseite wird in den nächsten Tagen der Brief zum Ausdrucken drin sein. Ich danke euch. Und zwar habe ich mir ganz oft die Frage gestellt, warum gibt es Soldaten, warum gehen sie und lassen sich ausbilden als Soldaten? Und dann habe ich mich mit einigen Müttern unterhalten, die Söhne als Soldaten haben, und da habe ich was ganz Interessantes gehört. Und zwar haben diese Soldaten erkannt, dass sie benutzt werden für einen Krieg,
der geschürt wird von bestimmten Mächten und sie sind nicht bereit, ich glaube, viele von ihnen sind nicht bereit, in den Krieg zu ziehen und ich hoffe, ich wünsche mir so sehr, dass ganz viele desertieren, sodass dieser Krieg erst gar nicht stattfinden kann und ich glaube... Hey! Ja, ja, genau, legt die Waffen wieder und ich glaube wirklich, dass es ganz viele Soldaten gibt, die wirklich erwacht sind und die das verstanden haben, dass man nur mit ihnen spielt, als seien sie Spielfiguren, damit sie geopfert werden für irgendwelche Machtspiele, die irgendwelche Wahnsinnigen sich ausgedacht haben. Also Leute, ich freue mich, dass ich heute hier das moderieren durfte und ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr immer wieder kommt und dass ihr immer wieder bereit seid, aktiv zu sein. Ich wünsche mir, dass wir noch aktiver werden und nicht immer nur hier stehen und uns was anhören, sondern so wie heute Dinge unterschreiben, uns aktiv beteiligen an irgendwelchen Aktionen. Genau. So wie bei Ivo. Ja, genau. Es gibt ja genügend Projekte, wird ja mal wieder hier was vorgestellt. Werd aktiv. Es macht wirklich Spaß. Also, man denkt immer, ey, das ist Arbeit, das ist wie Arbeit. Nee, ist es nicht. Das macht Spaß. Beteiligt euch, engagiert euch. Es gibt so viele Projekte. Stellt selber was auf die Beine, keine Ahnung, seid kreativ. So, und wir würden uns dann jetzt an der Stelle verabschieden zusammen.